Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag. Wir haben wunderschönes Wetter draußen. Und wie die meisten, die zu Hause sitzen, haben sie höchstwahrscheinlich schon den Frühjahrsputz gemacht. Ich bin gerade noch dabei, beziehungsweise ich muss jetzt noch die Fenster machen. Meine Begeisterung dafür hält sich in Grenzen, aber gut, was muss, das muss. Und ich habe heute ebenso noch vor, meinen Kleiderschrank fertig auszumisten, da ich ja jetzt immer mehr abnehme. Und das Problem ist, dass die Hosen zum Beispiel, die mir viel zu groß sind, ich gar nicht mehr anziehe, weil ich die mit Gürtel anziehe und ich mag keinen Gürtel anziehen. Also ist mal davon abgesehen, dass 90% in meinem Kleiderschrank einfach alles in Schwarz ist, habe ich langsam keinen Überblick mehr und muss jedes Mal durch den ganzen Kleiderschrank wühlen. Dementsprechend wird heute auch noch ausgemistet. Also ich habe kurz mal gerechnet, ich habe 14 Fenster, wovon vier solche großen Balkontür Glastüren sind. Oh, ich habe eigentlich gar keine Lust, aber ja, ne, sollte gemacht werden. Die sehen echt aus wie Sau. Dementsprechend, let's go. Es ist ja noch Vormittag und ich bin so motiviert, da muss ich das irgendwie mal ein bisschen nutzen. So, die ersten Fenster sind gemacht. Gut, bei dem einen mache ich den Rollladen einfach wieder ein bisschen runter, der ist ein bisschen schmierig geworden. Ich mache jetzt strategisch Raum für Raum. Ich mache immer erst Innenscheiben und dann die Außenscheiben. Oh, warum ich so viel Stories mache und den Scheiß erzähle, weil ich keinen Bock drauf habe und mich bei irgendjemandem beschweren möchte. Also beschwere ich mich bei euch. Meine Fenster sehen aus wie Scheiße, aber ich habe keinen Bock, sie zu putzen. Aber ich muss sie putzen, weil sie sehen aus wie Scheiße. So, die Fenster sind geputzt, es ist geschafft. Yay! Jetzt kommt der Kleiderschrank dran. Ich bin motiviert, das jetzt durchzuziehen. Ja, es ist fast alles schwarz. Ich habe das erste Regal leer gemacht und unten ist so Krimskramsregal. Das sollte ja demnächst auch mal weg. Aber ihr seht, es ist fast alles schwarz. Der Moment, wenn erst 2 Stunden später die Sonne auf dem Balkon ist, muss man halt einfach mit ein bisschen Sonne übers Fenster vorliegen. Es ist so schön warm draußen. It's easy to set a young heart on the run. To see it crashing up the sky, falling one by one. Tidal wave down on me, walking on.